Die Stadt Heidelberg hat am Montag, den 13. Mai 2013, Energiesparteams von 20 Heidelberger Schulen im Alten Hallenbad ausgezeichnet. Ausgezeichnet werden Projekte, die den Energieverbrauch an Schulen und damit den Ausstoß der Treibhausgase in die Erdatmosphäre senken. Das Agendabüro der Stadt Heidelberg ist für die Auswertung des Energiesparverbrauchs und der Energiesparaktivitäten der teilnehmenden Schulen verantwortlich. Nach welchen Kriterien werden diese Energiesparprojekte ausgewertet? Die Plätze 1 und 2 belegten das Helmholtz-Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Schule. Beide Schulen bekamen jeweils 1.250 Euro für ihre Klimaschutzprojekte. Die Albert-Schweitzer-Schule rangiert auf Platz 3. Sie erhielt 1.150 Euro Preisgeld. Schulen, die sich an schulinternen Klimaschutzprojekten beteiligen, bekommen durch die Stadt Heidelberg Unterstützung, zum Beispiel in Form von Energiecontrolling, Schulsanierungen, Fortbildungen und Workshops. Die Stadt Heidelberg ist eine von insgesamt 19 Modellkommunen, die sich am Programm Masterplan 100% Klimaschutz beteiligen. Das Ziel des Masterplans ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95% gegenüber dem Jahr 1990. Auch Schulen können sich mit ihren Klimaschutzprojektideen beteiligen.